Bevor wir starten, stell sicher, dass du einen gemütlichen Platz hast. Wenn du weißt, dass du mit dem Gleichgewicht auf Kriegsfuß stehst derzeit, dann mach dieses Aufwärmprogramm neben einer Sessellehne, sodass du dich hier anhalten kannst. Oder vielleicht auch ein Möbelstück. Oder vielleicht macht ihr es, wenn ihr es zu zweit macht, dass ihr euch an der Schulter ein bisschen haltet, euch diese Unterstützung holt. Ja? Also es dauert nur ein paar Minuten und hol dir einfach Hilfe, wenn du das brauchst. Bevor wir beginnen, sei so nett und drück jetzt den Like-Button, um dieses Video noch ein bisschen nach oben zu katapultieren. Viele haben Gleichgewichtsprobleme. Viele können diese Tipps jetzt vielleicht brauchen und vielleicht hilfst du einem damit. Wir beginnen für das Warm-up, indem wir die Füße zusammenstellen. So schmal wie möglich. Das könnte schon ein erster Hinweis sein auf deine Balance. Wie leicht fällt dir das? Wenn du hier die Hände faltest, zur Zentrierung und kurz einen Moment deine Augen schließt. Wie leicht fällt es dir? Dann öffne deine Augen. Beobachte weiterhin deine Balance und schau nach rechts. Mitte. Und nach links. Mach diese Übung noch einmal nach rechts. Beobachte, was verändert sich. Dann schließ deine Augen. Ein Teil von deinem Sinnesorgan, von deinem Balance-System schalten wir jetzt aus, die Augen. Augen, Gleichgewichtsorgan, extrem enge Verbindung im Gehirn. Ein Teil ausgeschaltet. Wie geht es dir jetzt, wenn das visuelle Feld ausgeschaltet wird? Wenn du jetzt schon Probleme hast, mach wieder die Augen auf, dreh den Kopf nach rechts und links. Wenn du noch gut im Balance bist, dann dreh mit geschlossenen Augen den Kopf nach rechts und links. Beobachte wieder. Wenn du so im übertragenen Sinne ein Drittel deines Systems wegnimmst, die Augen weg, es bleibt noch dein Gehirn. Gleichgewichtsorgan im Ohr und dein Bindegewebe hast du auch noch nicht verloren. Das bleibt. Wie geht's dir dann? Wie gut bist du im Balance? Und nach diesem kleinen Test öffne einfach wieder die Augen und wir beginnen ein bisschen Energietore öffnen. Bewusst nicht mit einer einbeinigen Übung am Anfang. Nicht, dass du glaubst, wir sind schon in Phase 2. Wir beginnen ganz stabil Knie zu kreisen. Du darfst dir die Richtung aussuchen. Kreise in eine Richtung. Du darfst dir auch die Bewegungsgröße aussuchen. Kleine Kreise, wenn sich das besser anfühlt für dein Kniegelenk. Oder ein bisschen größere. Andere Richtung. Wenn du nicht sicher bist, beginne mit kleinen Bewegungen. Und die werden dann langsam größer. Okay, komm in die Mitte, zurück. Noch eine Übung für die Stabilität. Zurück, Becken kreisen. Und wir fangen halt bewusst ein bisschen anders an in der Reihenfolge, damit du hier so richtig genießen kannst und dieses Gefühl spürst, wie stabil du dich fühlst. Zu Beginn die Füße schmal, jetzt diese schulterbreite Position. Spür die Stabilität, kreise in die andere Richtung. Genieß auch diese Stabilität. Es wird gleich vorbei sein, diesem stabilen Gefühl. Kreise in eine Richtung. Okay, komm wieder in die Mitte. Zurück, lass dich sinken in die Knie. Du spürst deine Oberschenkel. Komm wieder hoch. Lass dich noch einmal sinken. Und jetzt bring dein Becken, kipp dein Becken zurück. Ihr wisst, das heißt, der obere Teil kippt nach hinten, beziehungsweise du hast das Gefühl, dein Steißbein rollt unten durch. Drittes Bild. Dein Rücken, dein Hohlkreuz, dein natürliches Hohlkreuz unten wird flacher.
du das Absetzgefühl im Stehen. Kreis um die Achse. Und auch in dieser jetzt relativ dynamischen Übung spür wieder, ab deinem Bauchnabel abwärts bist du stabil. Und was heißt Stabilität für dich? Kannst du spüren, dass es zwei Seiten gibt, links und rechts, ganz offensichtlich. Und die fühlen sich vielleicht im optimalen Fall sogar gleich an. Lass bitte deine Hand hier auf den Nacken fallen. Und lass die Bewegung dann wieder ausklingen. Komm langsam in die Mitte zurück. Wir gehen noch ein bisschen in eine breitere Position. Keinen breiten Bogenschritt, der wäre noch breiter. Doppelte Schulterbreite. Verlagere jetzt das Gewicht nach links und rechts. Und an dieser Stelle die kurze Erinnerung, es gibt keinen, meines Wissens, Quadratzentimeter am Körper, der nicht mit Bindegewebe verbunden, eingehüllt, durchdrungen wird im Körper. Ein Netzwerk, ein dreidimensionales Netzwerk, wie ein dreidimensionales Spinnennetz. Und wir verlagern jetzt das Gewicht bewusst aufs rechte Bein. Und jetzt hast du das erste Mal so einen Unterschied. Rechte Seite, linke Seite. Und ein Teil dieser Information, beziehungsweise der größte Teil dieser Information, kommt jetzt von diesen Sensoren im Bindegewebe, aber auch von der Muskulatur und läuft über das Nervensystem nach oben ins Gehirn. Zusätzlich unten diese Empfindung von Erdung, die kennen wir sehr gut. Wir Qigong-Praktizierenden wissen, es geht immer wieder um das Thema Erdung, über den Nierenpunkt, Niere 1, sprudelnde Quelle, unten an der Fußsohle, zwischen großen Ballen, kleine Ballen. Dorthin fokussieren wir jetzt und beim Verlagern vom Gewicht nach rechts sinke ich gedanklich 20 cm ein, 20 cm. Noch einmal ein Stück einsinken. Also mein Fokus verlagert sich nicht bis in die Fußsohle, sondern sogar in einen Schwerpunkt unterhalb meiner Füße. 50 cm, 1 Meter, spielt nicht wirklich eine Rolle. Komm dann wieder zurück zur Mitte. Komm einmal hierher zurück. Ganz eine wichtige Korrektur noch für den ersten und zweiten Halswirbel. Nimm dein Kinn, zieh dein Kinn etwas her und lass es wieder locker. Zieh dein Kinn her und stell dir dann zusätzlich vor dieses Gefühl, die Motorradfahrer kennen das, als ob du einen Helm abziehst. Bei dieser Bewegung machst du den Nacken hinten lang. Also nicht nur Kinn herziehen, sondern auch hier die Empfindung, du ziehst. Meine beste Empfindung ist wirklich die von einem Helm, den man abzieht. Wenn ihr einmal die Möglichkeit habt, wer das noch nie gemacht hat, setzt euch einen Helm auf. Zieht, das ist eine, genau diese Bewegung. Kinn herbringen, leichtes Langmachen vom Nacken, mit der Vorstellung, dass da hinten beim Stammhirn wir Raum schaffen. Mach's noch einmal. Okay. Das war ein kleines Aufwärmen von diesem Bereich, das brauchen wir später noch einmal. Gut, komm wieder zurück in die Mitte. Wie fühlst du dich in deinem Körper? Kleine Fühlpause. Bitte nicht einschlafen an dieser Stelle. Fühlen. Wie geht's dir? Wie gut bist du im Körper präsent? Okay. Jetzt weiter geht's mit Phase 2 mit dem Balancetraining. Unsere Sensoren sind jetzt ein bisschen sensibilisiert. Stell dich dazu in eine Hüft- bis Schulterbreite Position her. Dein Körper sagt dir,
wo bist du noch relativ sicher? Und dann versuch, die Fersen abzuheben. Wenn du Probleme hast, Tipp Nummer 1, geh weg von einer Matte. Also ich habe hier einen relativ dünnen Teppich, der ist relativ stabil. Geh auf einen Holzboden. Bitte nicht barfuß auf einen kalten Fliesenboden oder so, oder kalten Holzboden, aber klare Unterlage. Tipp Nummer 2, richte deinen Blick, wenn du Probleme hast, auf den Boden. Wenn du kein Problem hast, richte deinen Blick nicht auf den Boden, sondern an die Wand. Tipp Nummer 3, wie gesagt, Sessel, an dem du dich hier ein bisschen abstützen kannst. Nicht mit der ganzen Hand möglicherweise, vielleicht mit einem Finger, das reicht. Okay, Fersen heben, senken. Wenn sich diese Bewegung gut anfühlt, dann versuch jetzt auch hier in der Position die Zehen abzuheben. Nicht beides gleichzeitig. Ansonsten schick mir bitte ein Video davon. Fersen heben, Zehen. Fersen, Zehen. Wenn ihr immer noch dabei seid, und das ist keine Challenge, ihr messt euch mit niemandem, ihr messt euch nur mit euch selber, dann kannst du auch das Becken ein bisschen zurückschieben. Wenn du das Becken zurückschiebst, brauchst du ein Gewicht nach vorne. Das machen wir mit den Armen. Jawohl. Diese Bewegung kann jetzt so klein sein, die kann aber auch ein bisschen größer sein. Übertreibt es nicht. Dem Gleichgewichtssystem sind auch kleine Übungen gut genug. Kleine Bewegung, Becken zurück. Ich versuche noch den Atem mitzunehmen, indem wir hier einmal einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Ein, aus. Mach noch 4 Wiederholungen. Komm dann nach der 4. Wiederholung wieder zurück, bewusst sinken in diese Stabilität. Wahrnehmen, Körper geht wieder in diese Sicherheit hinein. Unser Nervensystem braucht immer Sicherheit. Für einen kleinen Moment sind wir wieder im sicheren Hafen. Jetzt heb dein rechtes Bein. Kleiner Test, wie geht's dir auf einem Bein? Wenn du hier Probleme hast, lass einen Zehen unten, ansonsten heb das Bein. Stell kurz ab, test mit der 2. Seite. Wie geht's dir hier? Wenn du merkst, das ist die Aufgabe ist groß genug für dich, dann bleibst du dabei. Heb dein Bein, halt 5, 6, 7 Sekunden, wechseln dann das Bein. Wenn du weitergehen möchtest, nimm dieses Bein, stell dir vor, hier unten ist ein imaginäres Hindernis. Ich lege jetzt dieses Kissen her, vielleicht wäre es sogar ein bisschen größer. Du hebst dein Bein, gehst nach hinten, rundherum wie dieses Kissen, stellst das Bein hinten ab. Merkst an dieser Stelle, bist du noch sicher? Das Ziel ist, dass du auf keinen Fall umfällst. Mach nicht mehr, als okay ist für dein Gleichgewicht. Und dann geh nach unten. Und das ist jetzt, diese Geste mache ich nicht aus Gebetsgründen, sondern es ist so diese Zentrierung für mich noch einmal. All meine Aufmerksamkeit in mein Körperzentrum und geh tief nach unten, komm hoch. Geh wieder aus der Position heraus. Mach das Ganze noch einmal. Rundherum, Mobilisierung, Hüftgelenk, steig hinten ab, geh tief, komm hoch, kritischer Moment, hier, nicht zu sehr wackeln und wir wechseln die Seite. Stellen uns her, Vorabtest, wie geht es deinem Balance auf dieser Seite? Du weißt, bleib an dieser Stelle, wenn es zu schwierig ist. Wenn nicht, geh um das Gewicht, um diesen Gegenstand da unten, das Hindernis herum, stell ab. Hier überkreuzen die Knie sich, zentrier dich, komm hoch,
steig wieder vorne ab. Noch einmal heben, um das Hindernis, tief gehen, wieder hoch, zurück. Einmal noch die andere Seite, heb das Bein, stell ab, geh tief. Jetzt bleib einmal in dieser Position. Eine Übung, die ich euch gerne heute mitgeben würde, ist das Qigong. Wollen wir auch immer wieder Kräftigung vom Bein-Hüftbereich machen. Das kannst du mit dieser Übung, wie du jetzt merkst, sehr, sehr genial machen. Plus die Balance. Komm wieder zurück. Hüftmobilisierung. Oberschenkeltraining. Gesäßmuskeltraining. Training, mentales Training. Schwierig hier zu verharren. 3, 2, 1. Wieder aus der Position heraus und zurück. Jetzt bin ich in einer schmaleren Position. Ich werde schon ein bisschen frecher. Ich fordere mich in der Balance. Ihr könnt das genauso machen. Schließ noch einmal einen Moment deine Augen. Spür dein Herz, den Atem. Noch eine weitere Balanceübung an der Stelle. Aus einer schmalen, relativ zentrierten Position heraus. Heb dein linkes Bein. Jetzt machen wir mehrere Sachen. Erstens kriegt ihr einen Akupunkturpunkt, den kennen viele schon. Magen 36 genannt. Den verlinken wir euch unten. Dann könnt ihr noch ein schönes Bild, schöne Beschreibung lesen. Einer der wichtigsten 3 Akupunkturpunkte überhaupt. Den drücke ich jetzt mit meiner rechten Hand und halte mich. Richte dich auf und versuch diese Position, das ist jetzt so die TCM-Variante zur klassischen Baumübung, bei der wir in einem Bein stehen, zur klassischen Yoga-Übung, Magen 36 halten, atmen. Und geh mit deinem Fokus in deinen Unterbauch, in dein Dantian und fühle diese Verbindung vom Becken durch dein Standbein in die Erde, 1 Meter tief. Und mit 10% meiner Aufmerksamkeit spüre ich diesen Bereich. Halte das. All jene von euch, aber nur jene, die unterfordert sind, probieren einfach zwischendurch dieses visuelle Feld kleiner zu machen. Wenn du sehr, sehr gut im Gleichgewicht bist, schließ deine Augen bis auf einen schmalen Spalt. Bitte nicht komplett, es sei denn, du bist wirklich, wirklich sehr, sehr trainiert. Und dann geh heraus. Ich möchte nicht, dass halt jemand umfällt. Bitte, wirklich. Schmale Position, zentrierte Position, heb dein rechtes Bein. Um diese Frage vorwegzunehmen, völlig normal, dass es Seitenunterschiede gibt zwischen rechts und links. Jetzt mit der linken Hand. Wieso greife ich mit der linken Hand her? Erstens, weil es mit der rechten ein bisschen schwierig ist zu drücken, hier. Zweitens möchte ich diese links-rechts Gehirnintegration auch dadurch machen. Also wieder halten. Mein Fokus in meinem Erdelement, sozusagen in meinem Unterbauch, durchs linke Bein nach unten. Deiner hoffentlich auch. 1 Meter tief in den Boden. Magen 36. Wichtigster Akupunkturpunkt fürs Erdelement spüren. Wenn du schon ein Gefühl hast, dein Erdelement braucht ein bisschen Unterstützung, dann musst du dir diesen Punkt unbedingt merken. Dann geht's wieder heraus aus der Position, zurück in die Mitte. Du spürst vielleicht, obwohl wir nicht so viel machen, dass dir trotzdem warm wird. Jetzt eine Idee ebenfalls, noch für deine Balance, ich zeige es jetzt bewusst quer. Wir gehen in den Ausfallschritt. Mit dem Ausfallschritt ist das so eine Sache. Du kannst ihn einfach machen, du kannst ihn aber auch schwierig machen. Wenn du von vorne betrachtet hier auf einer Schulter- bis Hüftbreitenposition zurückwanderst und hier diesen breiten Stand lässt, ist die Übung relativ einfach. Könnt hier sogar Augen zumachen und ist noch okay. Wenn du das schwieriger machen möchtest, geh wieder vor, mach diese Position schmaler. Und wieder auf deinem Level. Geh zurück, sodass im Extremfall die Füße voreinander sind. Also, so betrachtet. Die stehen hintereinander. Jetzt ist das Ganze
so wackelig nach hinten. Wenn ich jetzt die Arme nach oben nehme und du das vielleicht auch probierst, könnte es sein, dass du merkst, ein Teil deiner Aufmerksamkeit geht nach oben und das kann ausreichen, dass du das Gleichgewicht verlierst. Also versuch wieder mit deinem Fokus nach unten zu gehen, in die Erde, bevor du die Arme nach oben nimmst. Dann öffne und jetzt kontrolliert geh nach vor in diesen Einbeinstand. That's it. Wieder zurück zur Mitte. Breite Position zuerst. Schieb wie auf einer Schiene das linke Bein in den Ausfallschritt zurück. Ihr wisst, Ausfallschritt, das vordere Bein ist gebeugt, das hintere so gut gestreckt wie möglich. Ich spüre hier, bin ich nicht wirklich gefordert. Geh wieder vor, schließ die Beine und denk mir, hier gibt es nur noch eine Schiene und auf dieser Schiene rutsch ich nach hinten und spüre schon beim Ankommen vom hinteren Bein, oh, jetzt wird es interessant. Jetzt den Fokus nach unten bringen, Arme heben nach oben und beobachten, ob das möglich ist. Wenn nicht, bitte die Arme wieder runternehmen. Statische Balance, jetzt in eine dynamische Balance, indem ich das Gewicht von hinten hole, wieder vorbringe, einen Moment stehen bleibe und absenke. Eine letzte Übung zum Schluss, die kennt ihr. Wir machen sie immer fürs Hüftgelenk, das, die Funktion verliert sie auch nicht, aber zusätzlich mache ich dieses Beinpendel für die Balance. Bein nach vorne und hinten pendeln. Ihr könnt die Übung klein machen, wenn es schwierig ist im Gleichgewicht, euch ein bisschen anhalten. Wer eine zusätzliche Motivation oder eine Challenge braucht, schwingt ein bisschen diagonal. Und das machen wir nicht zu lange, kommen dann wieder zurück, zentrieren. Das zweite Bein. Schwing vor und zurück. Versuch dabei deine Standseite, nenne ich das jetzt mal, die rechte Seite in unserem Falle, zu spüren, dieses Standbein bis in den Boden hinein, also das Bindegewebe gibt über die Sensoren Informationen, wie sind wir im Raum, was müssen wir korrigieren und wie geht's, wenn wir kleine Variationen einbauen. Dann lass die Bewegung wieder ausklingen, zurück in die Mitte. Dieses kleine Training, 10 Minuten Balance-Training, nicht jeden Tag, aber das kann schon ganz, ganz viel verändern. Für diejenigen, die hier kämpfen und ein bisschen unmotiviert sind und jetzt vielleicht sogar ganz leicht deprimiert sind, weil die Balance nicht so gut ist, die kann man erstens in jedem Alter trainieren und zweitens, wenn du jetzt sehr, sehr gewackelt hast, dann hast du definitiv ein effektiveres Training gehabt als jemand, der hier ganz, ganz leicht im Einbein stehen kann. Ja, wenn das kein Problem ist für mein und für viele geht es so, wenn du hier kein Problem hast, hast du Neuroplastizität im Gehirn praktisch null, da entwickelt sich nichts mehr. Wenn du aber noch in dieser Position bist, wo du hier wackelst und kämpfen musst, funkt und feuert in deinem Gehirn, die Synapsen brennen richtig und da passiert Lernen. Also wenn du jetzt Probleme hattest, weißt du, du bist ein super Lernfeld gewesen, solange du dich nicht mit jemandem vergleichst, und das machen wir nicht. Nur für dich selber hast du ein unglaublich gutes Training gemacht. Also sei motiviert, je mehr du gewackelt hast. Und wenn du nicht gewackelt hast, dann kannst du das auch genießen und dich fragen, wie kannst du dich noch mehr challengen und ein bisschen herausfordern, damit du auch hier diese Neuroplastizität im Gehirn erhöhst.